zwei Assistenzärzte im Krankenhaus ist, ich ziehe da echt den Hut, wer das dann noch mit kleinen Kindern und so weiter schafft und meistert. Für uns war das eine super schwierige Zeit auf jeden Fall. Hi, wir sind Susanne und Christian und wir reisen mit diesem Fiat Ducato hier seit 1,5 Jahren durch Europa mit unserer kleinen 6-jährigen Tochter. Wir haben zuletzt in Deutschland als Ärzte gearbeitet, aber für diese Reise haben wir unsere Jobs, unsere Wohnung, unseren Hausrat aufgelöst und sind Vollzeit in den Bus gezogen. Also eigentlich fing es so an, dass wir uns ganz viele Ausbauvideos zum Selbstausbauen auf YouTube angeschaut hatten und dann auf die Idee kamen, das auch selber machen zu wollen. So. Und dann haben wir uns, wir haben den Mut gefasst, uns selber so ein Auto zu kaufen damals. Das war 2018 und wir hatten uns beim Gebrauchtwarenhändler dieses Auto hier angeguckt und es hat uns sehr gut gefallen. Das hatte 170.000 Kilometer runter und ist Baujahr 2010. Und dann sind wir mal Probe gefahren und dann haben wir den Schritt gewagt und das Auto gekauft sozusagen. Und dann Stück für Stück immer in der Freizeit selbst ausgebaut und haben dann unsere ersten Urlaube damit verbracht und dann auch Wochenendausflüge gemacht. Und irgendwann hatten wir sozusagen Blut geleckt und es hatte uns nicht so gereicht, nur Urlaub und Wochenendausflüge. Und dann kamen wir auf die Idee, Vollzeit da einzuziehen. Ja, und unser erster Ausbau, der war noch ohne Dusche und ohne richtiges Warmwasser. Und deswegen hatten wir uns dazu entschlossen, den nochmal, also alles rauszumachen und nochmal neu auszubauen, ein zweites Mal. Und jetzt sind wir sehr zufrieden damit. Also das erste Mal Kontakt mit dem Gedanken, im Auto zu leben, hatte ich eigentlich schon lange bevor wir ins Auto gezogen sind. Da habe ich nämlich über die Camper Nomads Leute kennengelernt, die selber im Auto leben und ich konnte es mir einfach gar nicht vorstellen. Ich bin nach Hause gefahren zu Christian und habe gesagt, du, ich habe heute Leute kennengelernt, die leben halt Vollzeit im Auto, das geht halt gar nicht. So damit reisen, wir hatten zu dem Zeitpunkt schon den Bus, damit reisen, okay, aber halt da drin leben, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wir haben dann verschiedene Reisen gemacht und sind 2020 auf 21 in der Weihnachtszeit in Quarantäne gewesen und hatten dann in der Zeit sehr viel Zeit, plötzlich so über dies und das nachzudenken. Und die Zeit war halt auch gerade für uns in unserer Branche sehr arbeitsreich. Die Zeit, die davor so gelegen hat durch die Pandemie. Und da hatten wir so zum ersten Mal die Idee, was wäre denn eigentlich, wenn wir jetzt eine Auszeit machen? Wir nehmen jetzt einfach unsere Ersparnisse, ziehen in unseren Bus oder kaufen uns ein Wohnmobil, das war damals noch unklar, und machen eine Auszeit und reisen halt Vollzeit. Da kam eigentlich das erste Mal der Gedanke und eigentlich haben wir die ganze Quarantänezeit damit verbracht, darüber nachzudenken. Der Gedanke reifte dann, ja, wollen wir es wirklich machen? Und ja, irgendwann haben wir dann gesagt, okay, pass auf, wir fangen jetzt einfach an und verkaufen schon mal Sachen. Und Wohnung und Job kündigen müssen wir ja sowieso erst später. Also wir verkaufen erstmal und lassen den Gedanken noch ein bisschen reifen. Sind wir halt schon minimalistischer unterwegs. Im schlimmsten Fall haben wir halt paar Lampen zu wenig. Die kaufen wir uns dann halt wieder neu, wenn wir es uns anders überlegen. Und so ging das dann Schritt für Schritt los. Ja, dann haben wir eigentlich dann die Kündigung bei den Jobs eingereicht, ne? Und immer mehr Sachen verkauft und das letzte war dann die Kündigung von der Wohnung, wo es was nochmal richtig schwierig war, ja. Das dann wirklich einzureichen und jetzt zu wissen, jetzt gibt es kein Zurück mehr, die Wohnung kommt jetzt nicht mehr zurück, so Job kriegt man eventuell wieder, wenn man sich bewirbt, also denke ich mal, ja. Aber das mit der Wohnung, das war dann so das Endgültige. Ja. Ich weiß noch, ich stand mit dem Kündigungsschreiben, das war schon im Briefkastenschlitz drin. Ich habe es oben noch so festgehalten, dachte, lass es jetzt los oder nicht. Und dann war das so ein ganz bewusster Moment, okay, das fiel dann rein und dann war sie halt
abgeschickt oder abgegeben. Und das war auf jeden Fall krass. Also die Kündigung abzugeben für die Wohnung, das fand ich weniger schlimm als das für den Job. Ich habe schon relativ früh mit meinem Chef gesprochen über unsere Pläne. Der war also nicht überrascht und hat sich auch für uns gefreut. Genau, aber die Wohnung, das war nochmal krass auf jeden Fall. Ja. Das war vorher ein Handwerkerauto, 5, 6 Jahre Handwerkerauto, ohne Fenster, ohne alles. Die haben wir alle selber reingebaut. Wir haben eine Markise angebaut. Ursprünglich war das Auto weiß, in so einem weißen Fiat Ducato-Lack. Und wer sich damit auskennt, das schon mal gesehen hat, ist, das ist so, dass es ein recht schlechter Lack ist, der viel abblättert und immer schlechter wird mit der Zeit. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, das Auto neu zu lackieren. Das ist eine Rollenlackierung, mit der wir insgesamt sehr zufrieden sind, muss man sagen. Das hier ist mit einer, die Bäume sind mit einer Schablone, die man aufklebt und dann mit Spraydose lackiert. Und unten ist als Akzentuierung nochmal eine Schicht Raptorlack. Und wir sind damit eigentlich sehr zufrieden. Also ich habe als Assistenzarzt für Unfallchirurgie und Orthopädie gearbeitet und habe relativ viel, also ein hohes Arbeitspensum gehabt, auch mit viel Bereitschaftsdiensten, 24-Stunden-Dienste, allem, was dazugehört. Und zeitgleich hatte Susanne gearbeitet in der Anästhesie, auch als Assistenzärztin. Und das war eigentlich eine Zeit, wo unser Privatleben ein Stück weit dekompensiert ist, ja, muss das man war sagen. Die schlimmste Zeit. Wir haben uns echt selten gesehen. Wir mussten das immer ganz genau absprechen, wie wir es mit unserer Kleinen machen, wie wir die Abgabe in den Kindergarten abholen, wie wir die Wochenenden planen, wenn jetzt jemand Sonntagdienst hatte und einer hatte Samstagdienst. Da hat man sich teilweise nur die Türklinke in die Hand gegeben und die Situation war dann eigentlich, ich will nicht sagen unerträglich, aber also schon heftig. Und Susanne hatte dann ihren Job geändert, aber nichtsdestotrotz war es insgesamt ein hohes Pensum. Ja, es ging einfach nicht anders. Also alles, unsere Tochter war damals knapp 2, also noch richtig klein und unselbstständig und ich hatte so ungefähr 4 bis 5, 6 24-Stunden-Dienste, Christian so 6 bis manchmal 7, also in der Regel so 5, 6, ich 4, 5. Das heißt, einer von uns war 10 bis 12 Tage im Monat immer weg und dann arbeitet man ja auch 24 Stunden durch. Das heißt, man ist dann morgens auch einfach komplett hin und dann ist man am Tag danach irgendwie auch nicht zu gebrauchen. Also das war eigentlich nur so ein Dahinleben und Arbeiten. Und das, ja, die Scheidungsrate, also wir sind zwar unverheiratet, aber die Scheidungsrate im Medizinbereich ist, glaube ich, echt hoch. Und wenn wir das einfach so hätten weitergemacht, dann wäre wahrscheinlich unsere Beziehung nicht mehr lange gut gegangen. 2 Assistenzärzte im Krankenhaus, ich ziehe da echt den Hut, wer das dann noch mit kleinen Kindern und so weiter schafft und meistert. Für uns war das eine super schwierige Zeit auf jeden Fall. Das ist unser Fahrradträger. Wir haben jetzt momentan ein Fahrrad nur mit. Vorher hatten wir für unsere Kleine und für Susanne, also wir hatten jeder ein Fahrrad, aber wir haben es dann doch nicht so oft genutzt. Und ich sag mal, in den südlichen Ländern ist es auch nicht so einfach, Fahrradwege zu finden. Deswegen haben wir jetzt nur ein Fahrrad für irgendwelche Erledigungen zum Einkaufen. Das ist in Ordnung. Da befinden sich unsere 2 Paneele von der Solaranlage. Die hat insgesamt 200 Watt, mit der wir sehr gut auskommen. Hier befindet sich unsere Werkzeugkiste, wo wir alles drin haben, was man für unterwegs braucht. Die kleine Dachterrasse hier wurde mit Airline-Schienen an der Karosserie befestigt und mit Nietmuttern und Schrauben und zusätzlich noch mit Karosseriekleber verklebt. Und zusammengebaut wurde die mit solchen Aluprofilen und darauf sind einfach Douglasienbretter. Da an der Seite sieht man noch ein KG-Rohr, wo sich unsere Angeln drin befinden, ja, mit denen man unterwegs mal einen Fisch fangen kann.
Ja, also am schwierigsten fand ich eigentlich, wenn man so einmal die Idee im Kopf hat, sich wirklich dafür zu entscheiden, zu sagen, ich mache das jetzt. Und wenn die Entscheidung gefallen ist, dann bin ich der Meinung, gibt es immer irgendeinen Weg, wie man seinem Ziel näher kommen kann. Das kann manchmal auch bedeuten, dass man vielleicht einen Schritt zurück muss, dass man vielleicht eine Arbeitsstelle kündigt oder vielleicht irgendwo hinzieht, wo man gar nicht geplant hatte zu wohnen oder sowas. Also, aber grundsätzlich glaube ich, wenn man sich entschieden hat zu sagen, ich würde so eine Reise gerne mal machen, dann ist das der wichtigste Schritt, den Mut zu fassen, dann anzufangen, das vorzubereiten. Also es ist schon irgendwie ja schon ein krasser Schritt, alles aufzugeben. Das ist uns auch nicht so leicht gefallen, aber am schwersten war eigentlich die Entscheidung. Als die dann feststand, haben wir eigentlich nach und nach unseren Plan, den wir gemacht hatten, abgearbeitet, bis dann das Unvermeidliche dann bevorstand, ein leergeräumtes Haus, ein fertig ausgebauter Bus, wo wir dann eingezogen sind. Ja. Und dann waren wir nur noch im Bus. Und ansonsten ist der Mensch ja ein sehr anpassungsfähiges Wesen und gewöhnt sich auch an alles. Und wenn man da im Vertrauen ist, dann kann man auch alles schaffen und sich an alles gewöhnen oder ja auch Dinge hergeben, von denen man vielleicht denkt, das ist für mich unverzichtbar oder so. Ich könnte nie ohne, was weiß ich, einen PKW leben oder sowas. Habe ich auch früher mal gedacht und dann hatte ich einen Autounfall, ich konnte es mir nicht mehr aussuchen. Dann war der weg und dann musste ich mit der Bahn fahren und es ging super. Aber ich hätte vorher nie das freiwillig hergegeben. Also der Mensch gewöhnt sich einfach an alles und ja, die Entscheidung ist, glaube ich, das Schwerste. Also ich persönlich habe es noch nie bereut, diese eineinhalbes Jahr Reisen, die wir bis jetzt gemacht haben. Man hat so viel Zugewinn dadurch. Weiß nicht, wie du es siehst. Genau so. Ich würde die Zeit auf keinen Fall missen und ich weine auch nichts hinterher, was wir vorher hatten und jetzt nicht mehr haben. Also es sind halt nur materielle Dinge, die kann man sich halt wieder nach und nach anschaffen. Vielleicht kann ich jetzt nicht losgehen und mir sofort ein ganzes Haus kaufen und das einrichten auf Schlag, aber wenn ich jetzt wieder ins stationäre Leben wollte, dann könnte ich mich wieder anmelden, dann könnte ich wieder eine Wohnung suchen, dann könnte ich nach und nach da Möbel reinstellen und dann mir einen Job suchen. Also es ist nichts in Stein gemeißeltes, wenn man sagt, man geht einfach mal für eine gewisse Zeit oder ja, gewisse Zeit raus und macht mal was anderes. Also genau, man kann eigentlich immer wieder zurück. Das ist unsere Küche, die ist von mir selber gebaut worden. Also den Innenausbau habe eigentlich überwiegend ich gemacht, Möbel und so weiter. Und wir hatten halt begrenzten Platz. Das Auto hatten wir ja schon, als wir den Ausbau nochmal neu gemacht haben. Und dann habe ich mir den IKEA-Küchenplaner genommen und habe da halt die Maße von unserem Auto eingegeben und habe dann da rumgespielt, wie unsere Möbel so sein können und wie eng es maximal sein darf, dass man hier noch ja, drin sein kann. Und so ist der Aufbau entstanden. Wir wollten also unbedingt auch Arbeitsfläche haben. Wenn wir jetzt nur so eine Küchenzeile genommen hätten, wo jetzt hier noch der Herd mit gewesen wäre, hätten wir ja gar keine Arbeitsfläche mehr gehabt. Und dann haben wir halt gedacht, okay, dann bauen wir noch dieses kleine Kochschränkchen hier mit hin. Das ist quasi genauso groß, dass die Kochplatte drauf passt. Die ist hier so eingesenkt. Das ist manchmal ein bisschen nervig, weil das halt leicht dreckig wird und schlecht zu putzen geht. Aber durch die Klappe haben wir halt hier auch nochmal Ablagefläche. Hier oben habe ich ja so einen Messi-Schrank. Da ist eigentlich alles Kräuter, Gewürze, Essig, Kaffee, Salz, Schokolade, keine Ahnung, was irgendwo anders nicht reinpasst. Tee, das ist hier oben drin. In der Schublade ist unser Besteck, Pflaster, meine Kopfschmerztablette, wenn man irgendwas braucht, unsere Bratpfannen und anderer Kram. Alles, was eben so ja, hier in der Küche sein muss. Hier vorne haben wir einen Kühlschrank, der hat 80 Liter. Ist ein Kompressorkühlschrank, der reicht für uns vollkommen aus. Hat auch ein kleines Eisfach mit drin, so ein kleines Gefrierfach mit dabei. Wobei man sagen muss, ich traue dem meistens nicht ganz so über den Weg. Deswegen also mal kurz was kalt halten, das geht schon. Oder mal Eiswürfel hatten wir sogar im Sommer. Aber ansonsten ja, ist es halt nicht ganz so krass. Neben wie finanziert ihr eure Reise, ist eigentlich die zweithäufigste Frage, was ist mit der Schule?
Und es wäre so, dass wir, also wir sind in Deutschland nicht gemeldet, das heißt, für uns greift auch keine Schulpflicht. Das war auch einer der Hauptgründe, warum wir uns abgemeldet haben. Und wären wir jetzt in Deutschland, dann wäre sie jetzt in diesem Jahr eingeschult worden. Also sie wäre jetzt, würden wir in Deutschland leben, würde sie jetzt in die erste Klasse gehen. Und sie wäre halt aufgrund der Gegebenheiten in Thüringen mit 6 Jahren eingeschult worden und wäre auch kurz vor der Einschulung erst 6 geworden. Und das war uns grundsätzlich zu jung. Allerdings ist es auch nicht allzu leicht, wie heißt das, so eine Zurückstellung zu bekommen, dass das Kind dann halt noch ein Jahr zurückgestellt wird, weil es rücken ja schon die nächsten nach, die müssen ja dann irgendwie auch aus dem Kindergarten raus und dann ist das halt alles nicht so einfach. Das heißt, sie wäre mit 6 in die Schule gekommen, sie hätte es sicherlich auch kognitiv geschafft und ich glaube auch, sie hätte sich da wahrscheinlich auch ganz wohl gefühlt. Wir unterrichten sie halt jetzt selber. Dann auch gerade relativ erfolgreich, muss man sagen. So, wir üben Lesen, Schreiben, Rechnen und natürlich, sie ist Freilernerin. Wir haben halt auch immer irgendwelche Erlebnisse oder Dinge, die sie ja in der Welt halt sieht, wo wir dann immer wieder Themenbereiche finden, über die wir sprechen und die sie zum Beispiel einfach live dann erlebt. Sie hat halt schon ganz viele Dinge halt gesehen und erlebt, die andere jetzt in der ersten Klasse nicht erlebt haben. Deswegen finde ich, ist für sie die Reise eine riesengroße Chance. Und sie selber hat auch richtig Bock drauf. Also will auch gar nicht aufhören. Wir hatten jetzt eine längere Zwangspause. Und da hat sie immer gesagt, oh Mama, wann reisen wir denn endlich wieder weiter? Wann ist denn endlich wieder unser Reiseleben? Also sie ist im Augenblick noch sehr glücklich mit der Reise. Und würde das sich ändern, dann müssten wir halt über unsere Situation sprechen und schauen, ob wir da irgendwas ändern können und wenn ja, was und wie. Aber sie reist super gerne. Wir haben unseren ganzen ersten Ausbau rausgerissen, weil wir sagten, so bestimmte Dinge sind einfach Pflicht, zum Beispiel eine Dusche. Also es muss irgendwie möglich sein, sich zu duschen. Und dann haben wir halt auch ein Badezimmer eingeplant. Das ist so ungefähr 90 mal 60 insgesamt breit und ist gleichzeitig Dusche, Toilette. Wir haben eine Trockentrenntoilette, die man da unten sieht. Das ist eigentlich ein Blumenkübel vom Obi. Haben wir einfach oben den Sitz sozusagen drauf montiert. Und der ist dadurch wasserdicht, weil der eben aus Kunststoff ist. Und deswegen kann man den auch drin stehen lassen, während man duscht. Wir haben das alles mit Bootslack lackiert, die Holzteile, sodass die nicht aufweichen. Und müssen halt manches rausräumen, ist ja klar, Handtücher und sowas. Und dann kann man halt hier drin duschen. Und unten gibt es auch einen Auslass von der Standheizung. Und wenn wir mal nasse Klamotten haben, dann können wir die hier aufhängen und über Nacht die Standheizung hier ins Badezimmer leiten. Und dann sind über Nacht quasi funktioniert das wie eine Trockenkammer, dann sind über Nacht die Klamotten wieder trocken. Ja, die Frage wird uns halt oft gestellt, wie finanziert ihr so ein Leben? Und da sage ich einfach immer drauf, dass wir vorgearbeitet haben. Wir haben echt extrem viel gearbeitet. Gerade dann in der Pandemiezeit war das für uns beide beruflich eine große Belastung. Wir hatten beide Vollzeitstellen und ja, noch zusätzlich hat der Chrissy im Krankenhaus gearbeitet, also Dienste gemacht. Und dadurch haben wir einfach viel gearbeitet, logischerweise dann auch gut verdient. Und das haben wir sind ziemlich bescheiden. Wir haben nicht so viel konsumiert, alte Autos gefahren und sowas. Also irgendwie haben wir unser Studentenleben noch weitergelebt und haben das halt alles gespart und finanzieren uns jetzt aus unseren Ersparnissen. Das ist der eine Posten. Und ich habe halt noch einen Job, so einen kleinen 450-Euro-Job. Da schreibe ich Texte im Auftrag für eine Website. Uns war halt auch wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, obwohl das hier alles super eng ist, aber dass wir auch die Möglichkeit haben zu sitzen. Und deswegen haben wir hier so einen Sitzbereich. Hier unten gibt es noch einen Hocker, wo man auch, den kann man hier vorne mit ranstellen und dann sitzen wir hier zu dritt. Dann kann man hier einen Tisch ausklappen und dann haben wir halt hier unsere Arbeitsbereich. Also das ist für mich Schreibtisch. Wir essen hier am Tisch. Keine Ahnung, ich nutze es als zusätzliche Arbeitsfläche, wenn ich irgendwas koche oder sowas. Also der ist halt flexibel und man kann den einklappen. Dann ist er weg und dann können wir diese Sitzfläche zu einem Bett umfunktionieren. Das ist dann das Kinderbett für unsere Kleine, die schläft dann also hier unten. Unser Bett
ist 1,40 Meter mal, wie breit ist der Bus? Vielleicht 1,90 maximal. Wir haben hier unter dem Filz ist Dämmung, also Armaflex-Dämmung, und dann haben wir diesen Filz direkt auf das Armaflex geklebt. Mit Sprühkleber haben wir das gemacht, um halt das Maximum an Liegefläche herauszuholen. Christian ist 1,88, der kann hier aber bequem für quer drin schlafen, und ich sowieso, ich habe genug Platz. Genau, die Liegefläche ist 1,40, habe ich glaube ich gerade schon gesagt, breit, und wir schlafen hier super bequem drin. Die Kleine schläft auch manchmal mit hier oben, dann wird es schon was eng, muss man sagen, aber sie hat ja hier unten ihr eigenes Bett und schläft da meistens auch. Kommt manchmal zum Kuscheln oder abends nochmal irgendwie wenn wir einen Film angucken oder sowas, mit zu uns hoch und schläft dann aber unten in ihrem Bett und schläft dann auch durch und tief. Es hat sich halt bei uns so über die Zeit eingependelt, dass wir mehr oder weniger gleich lange wach sind. Also unsere Tochter bleibt in der Regel fast genauso lange wach wie wir. Wenn sie müde ist, sagt sie so, Mama, ich schlafe jetzt. Und dann legt sich hin, dreht sich um und schläft und ist dann auch richtig tief und fest eingeschlafen. Das heißt, wenn wir dann noch länger wach sind oder was besprechen oder noch einen Film gucken oder was auch immer, dann wird sie da in der Regel auch nicht wach, sondern schläft tief und fest und schläft dann dafür auch morgens mit uns gemütlich aus. Also wir müssen zum Glück nicht mehr, so wie das früher immer war, um 5 Uhr dann aufstehen, weil sie ausgeschlafen hatte, sondern es hat sich ganz gut eingespielt. Genau, sie hat hier unter ihrem Bett auch ihre Spielkiste. Da sind Spielsachen drin, die wird immer mal leer sortiert. Eigentlich haben wir viel mehr mit, als sie braucht, weil die Welt halt der Spielplatz ist und da ganz viele interessante Sachen sind. Aber wenn doch mal ein langweiliger Abend ist oder es regnet draußen oder sowas, dann sind wir eigentlich ganz froh, dass wir da noch Spielsachen in Reserve haben, wo wir dann immer mal durchgehen und dann irgendwas spielen. Also Privatsphäre ist auf jeden Fall ein Thema, weil es ist ja hier in diesem engen Raum wenig möglich. Also sowohl individuell als auch als Paar oder als Mutter-Kind. Also man ist nie so wirklich alleine. Und wir versuchen das halt so zu klären, dass wenn einer jetzt das Gefühl hat, er braucht jetzt mal seine Ruhe oder sowas, dass derjenige dann mal einen Spaziergang macht, mit dem Fahrrad losfährt. Oder also wir versuchen uns gegenseitig so gut wie es geht, diese, sag ich mal, private Zeit auch zu ermöglichen. Wir haben uns auch, als wir losgereist sind, vorgenommen, dass wenn es uns hier irgendwie zu krass wird, dass wir dann mal in Airbnb oder Hotel oder sowas gehen. Ist bis jetzt aber noch nicht der Fall gewesen. Also wir haben es so hingekriegt. Ja, und ansonsten ist halt alles viel intensiver auf so engem Raum. Du kannst Konflikte nicht aufschieben. Du musst die klären, weil spätestens wenn du dann über den nächsten Stellplatz verhandelst, musst du ja wieder miteinander reden. Das heißt, wir haben ganz anderes Konflikt, Management entwickelt und man kann halt einfach nicht jetzt eine Woche nicht miteinander reden. Es geht halt einfach nicht. Dazu ist man permanent immer im Team irgendwie gefordert. Und was ich tatsächlich manchmal mache oder auch der Christian ist, sich vorne reinzusetzen in den Fahrerraum und da halt zum Beispiel zu telefonieren oder zu arbeiten, das geht manchmal ganz gut. Dann ist irgendwie so eine Abgrenzung da und dann schafft auch unsere Tochter diese Abgrenzung. Viele Menschen oder die meisten Menschen gehen immer auch davon aus, dass man gesund bleibt und dass man in dem körperlichen Zustand bleibt, in dem man gerade ist, und dass eben auch nichts schlechter wird. Und es gibt halt keine Garantie dafür. Muss man auch mal von der Warte aus sehen, sozusagen. Ne? Nicht nur für Gesundheit. Also ich meine, wir wissen nicht, was morgen sein wird. Ja. Wir in unserem speziellen Fall planen auch nicht allzu viel, weil wir einfach der Auffassung sind, umso mehr Pläne da sind, desto mehr kann auch schief gehen. Aber was in der Vergangenheit war, lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Was in der Zukunft ist, das wissen wir nicht. Und das Einzige, was wir haben, ist eigentlich unser Status quo, unser jetziger Zustand. Wir sind jetzt gesund, wir haben jetzt Ersparnisse, wir haben jetzt Lust und deswegen reisen wir jetzt und schieben es halt nicht auf. Wer weiß, was in, keine Ahnung, einem Jahr oder 5 Jahren oder was weiß ich, was dann ist, ob die Gegebenheiten das dann überhaupt noch ermöglichen würden. Deswegen wäre ich immer dafür zu sagen, mach es jetzt, bevor es dann irgendwann nicht mehr geht. Ich kann verstehen, dass man den Gedanken hat, man will eine gewisse Grundvoraussetzung, bevor man sowas macht, jetzt finanziell oder
das ist ja auch sinnvoll in einem gewissen Maße, aber gewisse andere Sachen muss man dann einfach mal so ein bisschen so zulassen. Mut, ja, Mut zur Lücke. Also ja. Wir sind ja auch Eltern, wir haben ein Kind mit, das heißt, wir haben auch gewisse Verantwortung. Genau. Wir können jetzt nicht einfach vollkommen verantwortungslos irgendwie leben. Wir machen uns schon Gedanken darüber, wo wir hinfahren, was wir mitnehmen, wo wir stehen, wo wir parken, wie genau. wir Sachen regeln und so weiter. Aber unsere Tochter ist halt auch jetzt nur klein. Irgendwann ist sie groß und diese Zeit, die wir jetzt mit ihr haben, die kommt auch nicht wieder. Also die Zeit ist dann weg. Und wenn wir die einfach verstreichen lassen für, keine Ahnung, was für andere Dinge halt und nicht das machen, was uns glücklich macht, wo wir Lust drauf haben oder was wir uns halt vorgenommen haben, dann gibt es keine Garantie darauf, dass das in X Zeit halt einfach noch möglich ist.